Hallo ihr Lieben, ich habe eine Post bekommen von der lieben Janine und zwar haben wir, oder ja, wir wollen tauschen. Ihrs ist schon angekommen und zwar hat sie so ein paar Faden verloren. Die hat so ein paar Harzsachen und bekommt von mir so ein paar Papierbastelsachen, weil ich im Moment eben mehr mit den Schmuck mache und sie bastelt halt gerne Papier. Ja, das Paket ist halt angekommen. Moment. Ich muss das mal hier so. Ja, ich kann es leider nicht in die Kamera halten. Das ist zu groß. Das ist ein relativ großes Paket. Ich stelle das aber mal neben mich hin. Also ich bin noch da, keine Angst. Oben drauf lag so ein Halloween-Dekorationsband, sage ich jetzt mal. Band? Ja. Draht ist das. Das ist eher so ein Draht. Ja, das lag oben drauf. Cool. Kann man halt cool so ein Loaded Envelope mit einwickeln. Dann ist was Eingepacktes. Also sie hat mir geschrieben, dass sie die Post vergessen hat, aber Post vergessen hat und es nicht eingepackt hat. Genau. Aber hier ist was eingepackt. Ich habe heute wieder Redeprobleme. Also hier ist was eingepackt in einen echt coolen Papier. Also das gefällt mir super. Mal gucken. Kann ich das hier an der Seite? Ui, Moment, ich will hier nichts kaputt machen, aber ich will auch das Papier retten. Moment, Moment, ich bin nur hier. Ja, ich muss es leider ein bisschen kaputt machen, das Papier. Aber sonst kriege ich es nicht raus. Ja, nee, es geht nicht. Ich muss es auch machen. Schade. Aber egal. Schließlich will ich ja hier nichts kaputt machen. Ui, was ist denn hier drin? Auch Halloween-Sachen. Ach cool, Halloween-Sachen. Ja, Halloween geht immer. Ich liebe Halloween. Ich muss sagen, ich habe auch schon mal ganz grob reingeguckt ins Paket, weil ich wusste ja, sie hatte mir ja die Harzsachen gezeigt, dass diese Form hier dabei ist. Und auf die Form bin ich ja sowas von scharf. Und ich habe sie auch schon ausprobiert. Ja, zeige ich euch mal. Ich habe sie schon ausprobiert. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht, weil die Sachen hier liegen. Ich nehme das mal kurz weg. Ich bin ja so verliebt in diese Mondform. Mir ist allerdings so ein bisschen von diesen längeren Teilen, seht ihr, ja, ich habe das dann abgeschliffen und so ein bisschen zurechtgefeilt, dass man es nicht so sieht. Beim nächsten Mal klappt es sicher besser, aber ich sage jetzt einfach mal, wenn man es nicht weiß, ja, dann sieht man es jetzt auch nicht. Es war der erste Versuch, so einen Anhänger hier zu machen. Hinten habe ich ihn beglittert. Ja. Ich finde den so schön, diesen. Ja, ist ein bisschen dunkel. Also eigentlich sieht er hier dunkler aus, als er ist. Er hat auch so ein bisschen Glitter. Man sieht es leider nicht. Moment, ich muss den mal näher ranholen. Jetzt kann man es sehen. Der ist so lila und dunkelblau. Und der schimmert so ein bisschen lila. Aber leider möchte die Kamera das nicht zeigen. Oder doch? Ja, jetzt kann man es, glaube ich, gut erkennen. Ja, und hinten ist er halt komplett lila. Ja, da habe ich mir mal probiert, hier also die Form zu machen. Oh, ich finde die so toll. Also vielen, vielen lieben Dank für die Form nochmal. Finde ich mega toll. So, aber jetzt gucken wir uns erstmal die Sachen an, die noch hier so drin waren. Und zwar sind hier so eine Pixer, so eine Partyspieße. Die nehme ich auch gerne für die Loaded Envelopes. Die stecke ich dann immer vorne so rein. Vielen, vielen lieben Dank. Hier sind Nägel. Wie cool. Und zwar ja, Klebenägel. Also ich habe ja Gelnägel oder im Moment Acrylnägel. Manchmal auch Gel- und Grünnägel. Also manchmal kombiniere ich das auch. Das kann man nämlich auch machen. Aber ja, kleben tue ich meine Nägel eigentlich nicht drauf. Aber die Motive sind schon mal sehr cool. Also da kann man sich richtig geile Inspiration holen. Also ja. Kann man mal nachmachen, ne? Hier mit so einem Auge. Kann man ja hier noch so einen weißen Punkt reinmachen, dass es ein bisschen echter aussieht. Aber sie sehen schon geil aus. So vom Design gefallen die mir sehr gut. Ja, vielen, vielen lieben Dank beim Teddy. Ach, naja, die hätte ich ja auch mitgenommen. Einfach nur so zum, ne? Ah, cool. Für 10 Cent, geil.
So, dann haben wir hier Sticker oder Tattoos. Ja, die kriegen die Kinder. Die können die sich Halloween da. Also der Große wird das nicht mehr machen, aber der Kleine. Auch vom Teddy. Ach cool, da hast du ja so ein richtiges Halloween-Schnäppchen. Ja, ich habe ja auch vor allen Dingen Weihnachtsschnäppchen gehabt, aber auch natürlich andere Themen, ne? Ja, das ist auch für Halloween cool. Ich denke mal, das ist auch, ja, geil. Mega cool, hätte ich auch alles mitgenommen. So eine Maske kann man ja mit ins Kostüm einbauen, ne? So, das packe ich jetzt mal hier zur Seite, weil, ne, ihr seht, kein Platz. Hier nochmal Tattoos. Der hier ist schon richtig geil. Die Spinnen finde ich auch cool. Den hier auch. Moment, ich muss mir nochmal den anderen Bogen angucken. Der andere Bogen ist mehr so niedlich und kindisch. Und der ist dann so ein bisschen, ja, also dieser Totenkopf ist schon richtig mega cool. Den muss ich mal abmalen. Komm, ich denke ich dran. Und so ein großes Buch. Das habe ich auch, aber das macht nichts. Das hängt bei mir ja auch an der Wand. Aber das macht überhaupt nichts, weil so kann man es mal weitergeben. Oder Halloween draußen die Tür dekorieren. Das ist dann auch nicht schlimm, wenn es jemand mobst, ne? Man weiß es ja nicht. Kann ja passieren. Also vielen, vielen lieben Dank. Also Halloween-Zeug geht immer. Muss das nur mal leider hier hin. So, und dann hat sie mir noch als Goodie oder extra, sage ich jetzt mal, noch diese Blöcke hier eingepackt. Moment, ich habe hier noch was gesehen, was hier drin war. Also was jetzt nicht mit den Harzzeug zu tun hat. Ich hole das jetzt erstmal alles raus. Moment, hier ist noch was. Na, da hast du aber noch mehr eingepackt, meine liebe Janine. Hast du alles eingepackt. So, guck mal hier. Ich glaube, den habe ich nicht. Also ich habe von denen welche. Die gab es ja beim Kick, glaube ich. Hatte Kick die oder Teddy? Ich glaube Kick. Ich habe irgendwie einen Lilan und ich habe... Oh Gott, ich weiß nicht, wie die alle heißen. Also ich habe davon auch welche. Die sind echt niedlich und das ist cool. Man kann die nämlich aufhängen. Also vielen, vielen lieben Dank. Den hier habe ich nicht, den gelben, das weiß ich. Ja, den hänge ich mir hier mit hin. Sehr, sehr cool. Dann diese mega geilen Lollis, ja. Die hatte ich mal. Ich weiß nicht, ob ich sie noch habe. Ich glaube aber nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich habe die alle mit, also verbraten in Loaded Envelopes mit rein. Die Kinder haben da welche gegessen. Also mega cool. Ja, die würde ich mir das nächste Mal auch wiederholen beim Teddy. Also im Oktober, wenn dann Halloween ist. Aber jetzt habe ich ja erstmal wieder welche. Dank dir. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ah, hier Pechkeks. Das ist hier dieser schwarze Glückskeks mit der Katze, die so grimmig guckt. Prost, du Sack. Wie geil ist das denn? Tischlein neckt dich. Ah, hier sind verschiedene. Oh, wie geil ist das? Für Gläser, du Flasche. Mach deine Gäste nass und lass den Tisch trocknen. Ja, die werde ich natürlich verbasteln. Also, ich muss jetzt mal hier reinschauen. Die kenne ich noch nicht. Ich kenne die Kekse davon. Und ich glaube, es gibt auch eine Art Likör oder so. Prost, du Sack. Deine erste Liebe hat dich nicht vergessen. Sie lacht sich heute noch über dich tot. Ah, wie fies. Aber ja, mache ich aber auch über meine erste Liebe. Naja, nee, eigentlich nicht. Der hier ist cool. Der erinnert mich an... Wie heißt der Film? Irgendwas mit Winnie. Franken-Winnie, Franken-Winnie, irgendwie so. Den gucke ich aber nicht so oft. Also ich bin tatsächlich eher so der Jack-Cooker. Und neulich wieder Coraline. Und ja. Aber der ist auch... eigentlich ist der auch cool. Tut den anderen einen Gefallen und legt dich wieder hin. Ja, das sind schon coole Sprüche, ne? Nächste Haltestelle. Am Arsch. Oh, ja. Ah, hier auch cool. Das erinnert mich wieder an Jack, ne? Also Nightmare Before Christmas. Da sind ja auch solche Gestalten unterwegs. Geil, wie du denkst, du bist leider nicht so. Ach so, geil, wie du denkst, bist du nicht. Oder so. Ach, egal. Nein, ich habe noch nicht getrunken. Noch nicht. Nein, noch nicht. Zum Unwohl, ja, das ist auch cool.
Ah, hier ist wieder so. Also die kann man echt geil verbasteln. Das werde ich auch machen. Du wurdest gerade enterbt. Das sagt mein Sohn immer aus Spaß. Keine Ahnung, wo er das her hat. Hier die coole Katze. Genau, das ist die, die auch bei den Keksen drauf ist vorne. Du lernst Anke kennen. Ach nee, Akne. Was? Du lernst Anke kennen? Ach nee, Akne. Okay. Ja, sind schon geil, ne? Kein Stern, der deinen Namen trägt. Oh, Mann. Ist das gemein. Kein Stern, der meinen Namen trägt. Deine erste Liebe. Ja, das hatten wir schon. Genau. Postusack. Da waren wir. Also richtig, richtig cool. Ja. Die kenne ich noch gar nicht. Super, ich weiß nicht, wo du die her hast. Also geil. Geil, 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 geil. Gefällt mir. Dann haben wir hier. Was ist denn das? Was ist denn das? Hier sehe ich irgendwas zum Rubbeln. Kratzbilder-Set. Ah, ein Kratzbild-Set. Ist das jetzt schon vorgegeben? Muss ich mir das Lama jetzt hier freirubbeln oder wie? Oder drumrum rubbeln? Oder nee. Hier ist auch eine Meerjungfrau drin. Schaut mal. Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Habe ich auch noch nicht gesehen. Kenne ich auch nicht. Keine Ahnung, wo sie das her hat. Sehr, sehr geil. Ja. Und der Block hier ist ja mega cool. Hups, was war das? Keine Ahnung. Konfetti. Der Block ist so, so, so geil. Es ist maritim, ne? Schaut mal hier die Wellen und das ist so, so cool hier. Oh, ich liebe Papier, wenn das so, so Holz und so abgeschliffen, so alt. Keine Ahnung. Ja, das sieht aus wie ein normaler Tisch, ne? Hier wieder so, so Pool, Wasserpool, auch geil. Sand. Ah, oh, sehr, sehr geil, ja. Auch oh, hier wieder, das ist auch schön. So altes Holz, so. Ja, also der ist richtig schön. Vielen, vielen lieben Dank für den Block hier. Mega cool. Und der hier ist ja auch mal mega schön. Floral Vintage. Den kenne ich auch nicht. Den sagt mir jetzt gar nichts. Der ist ja richtig geil pink. Oh, ich muss hier aufpassen. Hier steht mein Harz noch rum. Muss ich mal jetzt zur Seite stellen. Nicht, dass das umkippt und dann klebt hier alles. So, wir schauen mal grob rein. Oh ja, der ist echt toll. Mega schön. Oh, der ist ja auch hier so foliert oder wie nennt man das? Geprägt, foliert, keine Ahnung. Und dann das Normale dazu. Moment. Das sind nicht alle Motive so, glaube ich. Aber sehr, sehr geil. Die sind normal. Jetzt kommt wieder. Also sind echt schön. Oh, hier. Das ist ja mal mega cool. Ja, das ist auch cool. Aber nicht so cool wie das andere. Das gefällt mir auch sehr. Aber das andere war. Ja, das ist auch sehr, sehr schön hier. Ja, sehr, sehr cool, der Blog. Vielen, vielen lieben Dank. Ich war vor kurzem auch im Action, aber habe nur Aufbewahrungskisten geholt. Also hier diese kleineren. Wo habe ich sie? Ach, keine Ahnung. Weil ich habe nämlich überall meine Kabos rumliegen. Zum Beispiel hier. Überall liegen welche. Und das habe ich die ordentlich mal da reinsortiert. Und habe ich mir einige von diesen Aufbewahrungskistchen da geholt. Und ich habe auch nach solchen Blöcken hier geguckt, weil die liebe Janine mich gefragt hat. Die sucht da einen bestimmten. Aber bei uns war nicht ein einziger. Nicht einer. Es lagen ein paar kleinere Papierblöcke, glaube ich, rum. Aber nichts Berauschendes. Kein einziger großer und erst recht keine solche. Also, ja, leer gefegt. Und auch keine Metallteile. Weil nach denen habe ich nämlich geschaut. Da gucke ich immer danach. Also hier, ihr wisst schon, diese Metallteile hier, die der Action hat, da gucke ich immer danach, aber da gab es nichts. Ja, und die hier kenne ich auch nicht. Nee. Nee, ich glaube, das hätte ich mir gemerkt mit dieser süßen Katze hier drauf. Die kenne ich auch nicht. Wir blättern nur mal. Oh. Oh, wer ist das denn? Cowboy. Ja, so ein bisschen Männer. Oh, das ist schon mal. Oh ja. Games und ja, das ist cool. Das kann. Oh, die süße Katze.
Hier oben kann man auch wieder für Alice benutzen, ne? Ich muss immer da an Alice denken. Ah ja, der ist sehr, sehr geil. Also, oh ja, hier auch wieder Holz. Ja, das mag ich überhaupt nicht hier, diesen Bart. Da kann ich mit überhaupt gar nichts anfangen, aber das ist schon wieder cool. Da hatte mein Cousin mal ein Parkett, das sah so aus. Das fand ich auch geil. Oh, das ist ja mal. Das ist schön. Da muss ich auch wieder an Halloween oder an Maritim denken. Also der ist echt schön und hier vorne sind noch so ein paar Sticker drin. Den habe ich noch nicht gesehen. Nee, das hätte ich mir gemerkt. Mit der Katze hier. Den kenne ich nicht. Vielen, vielen lieben Dank. Und denn der hier und der sagt mir auch nichts. Der sieht so ein bisschen. Keine Ahnung. Kennt ihr die Flo? Die Zeitschrift? So sieht er so ein bisschen aus. So von der Art her. So von der Malerei her. So. Ich weiß nicht, wie man. Ja, doch, der erinnert mich an die Zeitschrift Flo. Oh, das ist auch schön. Das hat auch was, finde ich. Punkte gehen immer. Bananen, naja. Kann man bestimmt auch was mit anfangen. Eis, glaube ich, war das. Denn Blumen. Ja, also er ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Hätte ich mir auch mitgenommen. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich weiß nicht, was da bei unseren Action los ist. Warum die das nicht haben. So, und jetzt kommen die Formeln, also die Hartsachen. Ich versuche das ein bisschen schneller zu zeigen. Das sind halt verschiedene Formen. Hier ist einmal. Das so kann man so zusammen. Ne? Dass man das so zusammen. Die Kästchen sind cool, die kann ich gut gebrauchen. Auch diese kleineren. Für Ringe sind die cool. Dann hier Ohrringe. Sehr, sehr geil. Kann ich mir die nämlich selber machen. Die kleinen hier. Das sind so kleine Anhänger, sage ich jetzt mal. Und das ist, glaube ich, so ein großer Diamant. Oder? Ja. Denke ich jetzt mal. So ein großer Diamant. Oh, da passt. Da geht aber viel Harz rein. Also ich glaube, den mache ich nicht. Also das ist mir dann zu viel von den. Da braucht man ja übelst viel Harz. Ja, also das, den benutze ich glaube ich nicht. Ja, den Mond habt ihr schon gesehen. Der bleibt jetzt hier auch hier am Tisch. Der bleibt jetzt auch hier am Tisch, weil ich den nochmal testen möchte. Also, ne? Diesmal komplett. Und nicht nur so halb, weil, wie gesagt, hier fehlt was, aber das ist nicht schlimm. Ja, komm mal raus hier. Oh, geht fest. Ja, jetzt raschle ich. Ich raschle. Das sind Kronen. Ah, die Flügel sind cool fürs Fimo. Das müsste ja auch gehen. Für die Babys, wenn ich die Babykisten manchmal mache. Das ist auch geil, weil die sind schön klein hier. Das ist ja auch interessant hier. Sieht aus wie Plaste, ne? Wenn man es jetzt so sieht, denkt man Plaster, aber es ist Gummi. Damit man es eben rauskriegt, ne? Sehr, sehr cool. Also das, die gefallen mir. Hier sind so Puzzleteile, kleine. Und oh, was ist das hier? Alles Mögliche. Oh, Schleifen, sehr gut. Dann nochmal Kronen. Ja, alles voller verschiedener Schleifen. Hier kann ich nicht richtig erkennen, aber ich glaube, es ist. Also für mich sieht es jetzt aus wie ein Totenkopf. aber es ist eine Schleife, glaube ich. Aber also ich sehe jetzt hier schon wieder einen Totenkopf. Aber. Ich habe ja sowieso eine merkwürdige Fantasie, glaube ich. So, oh, so viele, sehr geil. Freue ich mich. Die packe ich aber alle in meine Kiste, wo die Sachen von Rebecca drin sind. Oh, hier ist, glaube ich, so Zubehör. Oh, ich sehe hier viele Nailart-Sticker. Na komm. Die packe ich gleich wieder hier in die Tüte rein. Haben wir hier einmal Blümchen. Die sehen auch schön aus. Blümchen und Schmetterlinge. Nochmal so Blümchen, die finde ich auch irgendwie cool. Die sind so einfach, aber haben was. So irgendwie von der Farbe sind die sehr kräftig.
Die sind auch schön. Ich habe ja solche. Na, Moment. Auf der Seite könnt ihr sehen, eine ist hier drauf noch. Ja. Könnte ich mir eigentlich. Muss ich mal draußen lassen. Könnte ich mir eigentlich nochmal den Nägel aufhübschen. Wollte ich ja eh machen. Nochmal Blümchen und nochmal Blümchen und nochmal Blümchen. Schaut mal, wie das. Das ist geil. Richtig Gold. Und hier sind so. Ich weiß nicht, wie man das nennt. So Rahmen mit Mittel drin. Blümchen. Schriften. Und Herzen. Federn. Blümchen. Und hier ist so eine. Nailart-Folie, verschiedene. Oh ja, das ist sehr geil hier. Sehr, sehr cool. Also das ist alles so Zubehör, Trockenblumen. Das ist so cool. Ich habe neulich, muss ich euch auch mal zeigen. Ah, da geht das Video über 10.000 Jahre. Ich habe neulich eine Nagelkiste jemanden abgekauft. Und das war ein absolutes Schnäppchen. Und da war zum Beispiel auch nochmal Trockenblumen drin. Da habe ich mich so gefreut. Ja, dann hier so ein Stempinglack. Schaut mal, die geilen Blümchen. Und halt überall, das ist alles voller Blümchen. Und unten sind, glaube ich, noch Pinsel. Das habe ich nur noch nicht wegsortiert. Das steht hier noch. Ja, und jetzt sind hier noch mehr so die Blümchen. Das ist so cool. Diese Blümchen sind ja so niedlich. Also beim Nägelmachen habe ich damals eine Meise gekriegt, wenn ich die verwenden wollte, sollte oder musste. Da habe ich immer gedacht, oh nee. Habe ich immer gehasst. Aber auf Schmuck, mega. Ganz viele verschiedene Farben. Hier ist auch Türkis dabei. Oh, das ist so schön. Rosa. Hier ist noch ein Gelb. Orange. Und Pink. Hier ist so ein Pigment. Ein cooles Gelb ist das. Ich weiß nicht, ob das leuchtet im Dunkeln, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr kräftig. Das Pink ist auch mal mega. Schaut mal, dass das strahlt richtig. Also Neon fast. Dann haben wir hier Gold. Sieht aber fast aus wie Silber, finde ich. Ja, es ist so ein Zwischending, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall geil. Und hier sind so kleine Teller oder Schüsseln. Da hatte ich ja mal von Fragolina solche kleinen Sachen. Die habe ich nämlich auch neulich in der Hand gehabt und habe ich hier überlegt, was mache ich damit? Da habe ich nicht überlegt, mal einen Schmuck mitzumachen, also einen Ring. Ich habe das mal irgendwo gesehen, dass jemand sich Ringe gebastelt hat. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ich müsste das ja auch mal verwenden. So, dann haben wir hier noch eine Form. Da sind Blumen drin. Kann man das sehen? Die ist eingepackt. Ach, ich mache sie mal auf. Ich werde sie ja eh benutzen, dann muss man sie ja auch mal aufmachen. Noch neu, die hat sie gar nicht benutzt. Hier sind so richtig coole Blumen. Aber das ist wieder, glaube ich, was ich fürs Fimo nutzen werde. Mal gucken. Vielleicht, ja, ich weiß es noch nicht. Ich werde mich austoben. Hier ist ein kleines Fläschchen mit so Goldsplitter. Verschiedene Ohrringteile und Kettelstifte, glaube ich. Fimo. Ah, mit Miezekatze. Fimo-Stangen. Blümchen und Fimo-Stangen und Smiley und so. Hier ist eine Lünette noch. Das scheint eine Muschel zu sein. Ah, yeah. Kann ich super gebrauchen, diese Drehösen. Ich weiß nicht, wo man die herkriegt. Also Doreen, Beats und Co. ist klar. Aber ja, ich habe, glaube ich, mal im Baumarkt gefragt. Der hat da nur blöd geguckt. So, dann sind hier nochmal so eine Röhren. Da hatte ich ja auch schon von Rebecca welche. Von den Röhren. Ja, da weiß ich noch nicht genau. Und hier ist nochmal. Oh, was ist das denn? Was haben wir denn hier? Also irgendwas Rundes, eine Kugel, eine Perle. Man kann sich hier, jetzt sehe ich das erst, man kann sich hier eigene Perlen machen. Ich komme gerade auf die Idee, dass ich vielleicht damit Augen machen könnte. Weil ich diese Glasaugen so geil finde fürs Fimo, aber ich habe die ja nicht. So, also richtig cool, mal sehen. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Hier ist noch eine. Ja, du hast die gar nicht benutzt hier. Ich glaube, das ist ein Fächer oder so. Ein Fächer. Könnte man eigentlich ganz gut erkennen. Moment.
Den muss ich nochmal aufmachen, weil das sind Meerestiere. Also so Unterwasserzeug. Ah, sehr, sehr geil. Der Seestern. Den könnte ich mir schon wieder auf so einen Kettenanhänger vorstellen. Und dazu so hier vielleicht Ohrringe. Ah, cool. Hier auch nochmal wie Perlen, aber ja, viereckig. Also ja, da muss ich mal gucken, was ich damit anstelle. Hier ist nochmal ein Diamant. Ein kleinerer. Aber wie gesagt, da geht so viel Harz rein hier. Bei denen geht es noch. Der andere war schlimmer. Da muss ich mal sehen, was ich mit dem mache. Hier auch nochmal richtig geile Seesterne. Und diese Muschel hier ist auch schön. Yeah, yeah. Moment. Ja, mir kommen dann immer so die Ideen. Hier habe ich so eine kleine Meerjungfrau aus Fimo und dann angemalt. Also das ist eigentlich so hautfarbenes Fimo und ich habe die dann halt nur bemalt. Die könnte man jetzt hier so, ne? Cool, sehr, sehr cool. Eine coole Schneeflocke. Oh, die ist sehr filigran. Also da weiß ich nicht, weil wie gesagt, bei dem Mond hier, das, was so filigran war, also keine Ahnung, wie ihr das macht. Bei mir geht das alles immer kaputt oder ja, also die ist sehr filigran. Ich weiß nicht, warum ich mich da so blöd anstelle. Hier nochmal Meerestiere. Also du magst auch Meerestiere. Schaut mal, hier ist eine Muschel und das ist, Moment, ich hol das mal raus. Das ist genauso eine Muschel wie Ursula von Ariel da, ne, wo sie die Stimme einfängt. Seht ihr das? Und ich habe ja irgendwann auch mal vor, als Ursula zu gehen zum Fasching oder Halloween. Also dieses Jahr erstmal Emily von Corpsebride dran. Ich habe das Kleid habe ich schon. Die Perücke auch, die hat ja blaue Haare. Muss ich mal gucken, wie ich das mit meinen Haaren hinkriege, weil die Threads sind jetzt natürlich ziemlich störend, aber ja, und dann werde ich mich blau an. Oh, ich freue mich schon. Also da freue ich mich drauf. Das Kleid habe ich nämlich schon. Und Ursula muss irgendwann auch, steht auch auf meiner Liste. Genauso wie Sally, ne? Sally muss ich irgendwann auch mal machen, aber da habe ich noch kein Kleid. Perücke hätte ich schon, aber kein Kleid. Oh, ich liebe Halloween. Also ich bin ja so voll der Halloween-Freak. Ah, das wisst ihr. Und hier nochmal so kleine und das ist auch sehr schön für Ringe oder da kann man sich seine eigenen Glitzer-Strasssteinchen machen. Schaut mal hier, den hatte ich nämlich eben hier in der Hand. Da müsste ja noch irgendwo rumliegen, in lila nur ist das. Aber ich sehe ihn nicht, aber ich denke mal, ich habe mir wieder alles verbaut hier. Ja, sehr, sehr cool. Der Stern ist auch schön. Perfekt für Schmuck, ne? Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, mal gucken, ob ich gleich hier was benutzen werde. Erstmal werde ich aber den Rest, den ich nicht brauche, wegräumen. Weil, na, ihr seht ja schon wieder Chaos. Alles ja an den Tisch nochmal. Ich hoffe, liebe Janine, das Video hat dir gefallen und den anderen auch. Ich kann alles super gut gebrauchen und ich hoffe, dass du auch... ich werde dich aber eh nochmal genau fragen. Also ich werde dir eh nochmal schreiben. Nicht, dass ich dir irgendwas einpacke, wo du sagst, oh nee, das brauche ich ja jetzt gar nicht. Ja. Da hoffe ich, dass dir meine Post auch gefällt. Das dauert noch ein bisschen. Aber ich glaube, das hatte ich dir gesagt. Ich weiß es jetzt gar nicht. Dauert noch ein bisschen, aber nicht mehr zu lange. Ja, vielen, vielen lieben Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.